Karwoche. Kar kommt von dem mittelhochdeutschen Wort Kara, Sorge, Klage, Trauer. Und diese Worte beschreiben ganz gut, wie wir uns alle in diesen Tagen fühlen. Wir haben Sorge um unser Leben. Wir haben Sorge um die ganze Welt. Und wir klagen über unsere Situation. Wir trauern um die ersten Todesfälle wegen Corona, auch hier vor Ort. Am Donnerstag ist Gründonnerstag. Da zeigt Jesus seine Liebe zu den Jüngern. Er wusch ihnen die Füße. Dienen ist die größte Form der Liebe, die wir geben können. Und Jesus setzt das Abendmahl ein. Er stiftet Gemeinschaft und bietet Vergebung der Sünden an. Es war Jesu letzter Abend. Nach dem letzten Abendmahl rang Jesus einsam im Garten Gethsemane mit seiner Angst und seinen Sorgen. Am nächsten Tag wurde er verurteilt, gequält und hingerichtet. Es war der dunkelste Tag. Gottes Sohn steht also an der Seite aller, die leiden und sterben. Jesus ist auf der Seite aller, die sich von Gott verlassen fühlen. Jesus geht mit mir durch das dunkelste Tal. Wort. Jesus hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden und hat uns den Weg zu Gott geebnet. Fürchten Sie sich nicht. Wir sind in Gottes Hand. Keine Angst. Im Leben und im Sterben gehören wir zu Jesus Christus. Wir werden Ostern feiern. Ja, anders, aber vielleicht auch viel intensiver. Ich glaube, der Tod hat nicht das letzte Wort. Wer an Jesus glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben bei Gott haben. In den nächsten Tagen erreicht sie bestimmt ein kleiner Ostergruß im Briefkasten. Und am Sonntag, am Ostersonntag, dürfen Sie hierher kommen. Und wir halten für Sie eine kleine Osterkerze bereit. Bitte bedienen Sie sich. Nehmen Sie sich Zeit für ein Gebet. Schöpfen Sie Hoffnung, weil uns Gottes Liebe allen gilt. Egal, welche Plagen über unser Land ziehen, Gottes Ja steht über unser Leben. Was ist also zu tun? In diesen Tagen Liebe üben in Wort und Tat. Liebe hält Abstand. Liebe ruft an und bietet Hilfe an. Liebe ermuntert die Müden. Liebe tröstet die Trauernden. Liebe dient und trägt die Last des anderen mit. Liebe sorgt sogar dafür, dass wir keine öffentlichen Gottesdienste hier halten dürfen. Aber wir dürfen auch alle zu Hause feiern. Die Kanäle sind voll mit vielen Angeboten. Liebe
bleibt zu Hause und rettet auch damit Leben. Ja, es ist schwierig. Und wir kämpfen an verschiedenen Problemen. Sie haben andere Probleme als ich gerade. Aber ich freue mich, dass wir miteinander auf dem Weg sind. Ja, dass wir zwar nicht Gottesdienst hier feiern können, aber zu Hause dürfen wir beten, Bibel lesen und uns freuen, dass der Tod besiegt ist. Lasst uns also einander helfen, einander lieben in unseren Häusern und Familien, in den Straßen und Orten dort, wo wir sind. Viele nähen schon Masken oder kaufen für Ältere ein oder bringen den Nachbarn eine kleine Freude. Ich habe für Sie mein persönliches Morgen- und Abendgebet aufgeschrieben. Es gibt mir Kraft für einen Tag und Ruhe für die Nacht. Sie finden es in Ihrem Ostergruß. Das Motto unserer Gemeinde, miteinander Zuversicht leben, heißt auch, dass wir miteinander durch schwere Zeiten gehen und aufeinander achten und wissen, Jesus ist mitten unter uns. Und so segne ich Sie für diese Tage. Mögen Sie gut durch den Tag kommen. Mögen Sie spüren, dass Gott bei Ihnen ist. Mögen Sie gute Begegnungen haben. Erleben, dass sie selber ein Segen